Alter. 1,5 Kilometer, ja? Unglaublich. 1,5 Kilometer nach unten. Ich betrachte das als absolutes Privileg, hier stehen zu dürfen. Warte, ich mach's nochmal. Das ist mein Beleuchter. Also Manni macht jetzt den Beleuchter. Der hängt über den Stollen. Hoch und runter. Ich nehme jetzt die. Ja, die geht nach runter. Ja, ein hydrodynamischer Windkanal, der wie gesagt das geschafft hat im Zweiten Weltkrieg. Vor 2 Jahren runtergebrochen. Das ist natürlich auch der Einstieg für die Profitour. Ist das dieser 70 Meter Schacht nach unten? Ja. Boah. Seit dem Zweiten Weltkrieg hier drinnen. Mhm. Schau mal. Nee. Alter, das dreht sich tatsächlich noch. Ich bin schon wieder verletzt, ich blute. Boah, guck mal hier, ey, kann einer mal ein Tourniquet anlegen? So, ich habe Unterstützung dabei. Neben mir ist mein Freund, Kollege und Kamerad, der Martin, hinter der Kamera vor euch. Der Tobi, auch schon bekannt, auch Freund, Kollege und Kamerad. Wir sind heute an einem besonderen Ort unterwegs. Ein Ort, der in Europa einzigartig ist. Und zwar ist das hier ein Teil einer Anlage, die ein Überschall-Windkanal werden sollte für die Messerschmitt, den ersten Triebstrahljäger der Welt. Er sollte hier erprobt werden, beziehungsweise die Aerodynamik verbessert werden und V2-Raketen. Wir müssen das Ganze ein bisschen abgespeckt machen. Ich habe mich am Knie verletzt. Es tut stark weh. Aber dafür habe ich, wie gesagt, meinen Freund und Kameraden, den Madi, dabei. Der macht dann für mich die schwierigen Sachen mit Abseilen und hin und her. Das Ganze ist professionell geführt. Wir gehen hier nicht einfach irgendwie rein. Der Tunnel ist zu. Wir haben uns einen Guide genommen, der sich hier auskennt. Zum Bauwerk selber. Es ist 1944 angefangen worden. Es ist Teil eines größeren Bauwerkes eigentlich, also mit Kraftwerk etc. Wir schauen uns heute den Wasserteil an und es geht an Schrägstollen in ca. 45 Grad Schräge nach unten ins Tal. Da wollen wir runter. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal um. Wenn ihr raus wollt, jetzt auf mich. Ja, alles klar. Wollt ihr euch die Stollen des Projektes Zitteraal in Tirol selber einmal anschauen? Dann erhaltet ihr mit dem Rabattcode MECKI12 12% Rabatt bei der Tour durch die Stollen des Überschallwindkanals. Die Action- und Eventfirma Kenkick in Tirol bietet neben der Höhlenklettertour diverse andere Abenteuertouren wie Rafting, Canyoning, Klettersteige, Biken und vieles mehr. Willst du dich selber in die Tiefe des Stollensystems wagen und den Schrägstollen hinabklettern, dann folge dem Link in der Videobeschreibung. Also wenn ihr da selber mal Bock drauf habt, euch das anzugucken, Motorsport Kenkick, Guide Benny. Ich verlinke es nochmal in der Videobeschreibung. Wir bieten das auf jeden Fall alles an, komplett Programm, ob ihr raften wollt, Canyoning, Caving wie hier. Ihr seid rundum sorglos, bei denen da ist für jeden etwas dabei. Link ist in der Videobeschreibung, guckt gerne mal rein. Ihr könnt euch dann auch die Anlage mit dem Decknamen Zitteraal einmal selber angucken. So, wir haben hier wieder die typische Stollenform, wie wir sie tatsächlich aus den anderen Anlagen auch kennen. Also gerade jetzt charakteristisch Zement, wo wir waren. Ja, ne? Das ist das auch. Wir befinden uns im sogenannten Fahrstollen oder auch
Pilotstollen genannt. Über uns wurde dann eine Holz, also das wurde in den Berg getrieben. Über uns die Holzkonstruktion, dann wurde nach oben gearbeitet, nach links wie rechts. Und der letzte oder vorletzte Ausbauschritt ist hier tatsächlich erreicht. Man hätte nur nach links wie rechts das Gestein raustrennen müssen und man hätte die eigentliche Stollenform. Hier haben 3.500 Arbeitskräfte mitgewirkt. Das waren unter anderem russische Kriegsgefangene. Und man hat hier auch schon wieder riesige Dimensionen aufgefahren. Also hier hat man auch doppelspurig gearbeitet, ne? Mit zwei, weil ich... Einspurig, das sind die Nebenrohre. Also da hat man die etwa die vollen oder leeren gepackt. Da hat man die vorne rausgezogen. Alles damals noch mit Stahl sein. Ach so. Richtige drinnen, wie es sich eingefressen hat. Ach so, also das heißt, die wurden über Stahlseile, die durch die Schwellen liefen, quasi rausgezogen. Ja, aber haben die es gezogen per Muskelkraft? Ne, da waren Maschinen, ne, oder? Am Anfang Muskelkraft, also ja, bis zum ersten Trakt. Und danach haben sie eine Zugmaschine mit diesem Motor drauf gehabt. Ach so, ja, okay. Es hat zwar eine Möglichkeit gegeben, dass sie hier sprengen können, ja, aber da haben sie die Schaftsprengung gemacht, also nicht die normale Lochsprengung, sondern eine Schaftsprengung. Okay, das bedeutet? Es hat eine eigene Art von Meißel gegeben, innen drin hohl war. Also da haben sie einen Meißel vorgetrieben, dann haben sie einen leicht kleineren Meißel nachgetrieben, da war innen drin hohl, den haben sie nachgestopft, Schwarzprüfung, und haben sie den gezündet. Ach so. Der große, feine Unterschied ist, wenn du eine normale Sprengung hast, hast du ein Riesenloch. Bei der Meißelsprengung, also bei der Schaftsprengung, hast du nur den 30 cm Radius außerhalb, dass sich das Gestein lockert, dass es mit der Hand rausnehmen kann. Ja, also auch noch die originalen Nägel hier, alles noch alles erhalten. Das Holz, wie gesagt, 1944 hier rein und immer noch da, auch die Nägel. Irre. Das ist die alte Schlagkunst, wenn du Holz zu einer gewissen Jahreszeit oder in einer gewissen Woche im Jahr schlägst, kannst du den dort viel stabiler machen gegen Wasser. Die alte Wasserleitung rein. Das hier? Ja, hier Bretter beschlagen und das war die Wasserleitung rein. Ach so, ach, das war die Wasserleitung? Frischwasser. Frischwasser auf der Seite und Altwasser auf der Seite. Okay. Deswegen sind wir auch permanent so leicht schräg. Okay, das ist die originale alte Wasserleitung? Das ist die originale. Also die sieht man auch noch kaum. Die sind die meisten Tunnel schon alles weg. Ja. Wie gesagt, das Faszinierende ist wirklich dabei, wie sie mit einfachsten Mitteln alles zusammengekriegt haben. Zum Beispiel bei dem Tunnel hier haben sie nicht mit Einschauen oder sonst irgendwas gemacht, sondern haben sie vor dem Tunnel auf zwei Pfählen Bretter aufgeschlagen. Dazwischen haben sie eine Schnur gespannt und das haben sie immer überschlagen. Und das ist wirklich geradeaus durch. Das ist heutzutage sogar mit Lasersystemen extrem schwierig. Sie sind hier den Berg von zwei Seiten, der längere Teil der hintere mit den Schrägstollen, haben sie vorher begonnen und das war der letzte Trakt, wo sie dann zusammengeschlossen sind. Und da sind sie wirklich von beiden Seiten ohne GPS oder ohne alles, sind sie bis auf einen Meter genau zusammengekommen. Das ist zu der Zeit damals und das ist wirklich faszinierend. Und leider schade, dass die Handwerkskunst verloren gegangen ist. Also von der Planung, Handarbeit über die Ausführung, ne, ist es so, baut man heute nicht mehr. Wie sie das alles gemacht haben. Absolut, ja. Ja, das Lohrensystem, was hier durchgegangen ist, hat man am Anfang zwar mit Hand, ja, also mit Muskelkraft betrieben, ja, später dann aber dann auch maschinell. Das Faszinierende ist nach wie vor, muss man rechnen, es ist seit dem Zweiten Weltkrieg hier drinnen. Mhm. Jetzt schaut mal. Nee. Ja. Alter, das dreht sich tatsächlich noch. 1944 wahrscheinlich reingekommen, ne? Spätestens. Ja. Guckt euch das mal an. Beeindruckend. Ja, früher hat man wirklich noch so gebaut. Für die Ewigkeit, ne? Ja. Also das muss halten. Also, da ja, gibt's genau. Keine Ausrede, das muss halten, ja, egal was da hinkommt. Ja. Heute baut man genauso, es muss 2 Jahre halten, bis die Garantie weg ist, dann muss es kaputt gehen. Ne? So, und das hat man, wie gesagt, 1944, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist fest. Also ich war erstaunt. Hast du auch gedacht, ich ne? Ich habe mir gedacht, ich würde jetzt gern probieren, ob sich's noch bewegt. Dann ja, habe ich mir gedacht, ich mache mich nicht zum Affen. Ja. Von damals fix nicht. Ja, ja.
Gebaut für die Ewigkeit. Wirklich gebaut für die Ewigkeit. Ne? Du überlegst, das ist, glaube ich, hier die schlimmste Atmosphäre für Metall, für irgendwas Drehendes, ja, die es nur gibt. Also das ist wirklich absolut der Worst Case hier und es funktioniert immer noch. Ne? Schau, weißt du mal hier? Das ist so also einer, was ich meinte. Ja? Wenn man hier schaut, da ging das Loch drin. Ja. Ach ja, okay. Und der ist bis hierher fest und danach ist der innen drin hohl. Ja. Man hat ihn vorgetrieben, nachgestopft und dann hat man den gezündet. Das ist der Bereich, den man wirklich dann mit der Hand rausholen kann. Mhm. Also man hat wirklich dann nur die Bereiche quasi gelöst, ja, aus dem Felsgestein und dann ein paar Hand raus, dass man nicht diese riesen Sprengungen hatte und... Der Trakt hier, der ist vor 2 Jahren runtergebrochen. Aha. Ja, aber da sieht man, der ist einfach nur so drauf gesessen. Der ja, abgerutscht quasi, ne? Ja. Also das hier ist hier der Bereich, wo man von der Seite ja, mit den anderen versucht hat zusammenzuschließen. Ja, den haben sie versucht, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs nochmal einschürzen zu lassen. Dass man das ganze Material, also Eisen etc., was hinten in dem Bereich ist, nicht rausbekommt. Die ganzen Baumstämme, was hier rumliegen, mhm, das waren die originalen Träger, wo alles auseinandergehalten haben. Ja, also das ist ja wirklich, das ist ja jahrhundertealte Bautechnik. Bautechnik, ja, genau. Ne? Was leider in den letzten 70 Jahren verloren gegangen ist. Ja, wenn der runterkommt, da habt ihr keinen guten Tag, ne? Also ist schon irre. Aber es ist immer noch sehr, sehr stabil, also auch nach den ganzen Jahren tatsächlich. Ne? Hier ist ein guter Windzug, ne? Hier sind wir genau im Zwischenbereich zwischen Neubeginn und Altbeginn. Also wenn man jetzt mal durchschaut, wie wirklich gerade das ist. Kannst du das mal machen? Ah ja, da ist das, ja, das mit dem Nebel. Ne? Ja, tatsächlich, das, ja. Das ist wirklich ja faszinierend, was sie da, damals gemacht haben. Ja. Hier auf der Gegend, ja, weil wir hier ja auch im Feststeinbereich sind, hat man schon mit Luftdruck gearbeitet. Also, ach so. Ja, Schlaghämmern und alles mögliche. Und hier ist sogar noch das alte Lohnsystem. Also die Schienen sind vorhanden. Originalen Schienen, wie es damals war. Also hier sind dann die Lohn rein und rausgeschoben worden. Und das ist eine Druckluftleitung, also Pressluftpneumatik für die Bohrer. Kaltwasserversorgung, was eigentlich original nach außen ging. Badewasser. Badewasser, ja. Wie das Wasser da noch durchhämmert. Hier kann man das richtig schön sehen. Die Weichen, ne, wie die Loren geschoben wurden, das ist tatsächlich alles noch da. Seit 1944 im Berg und immer noch da. Bisschen rüber poliert, dann ist das wieder gut. Kann man das wieder nutzen. Das ist eben das Zugsystem, wo der Stahlseil aufgespannt war. Was man eben sieht, ja, wirklich leichtest, ja, ohne große Kraft funktioniert das. Ja, und alles funktioniert. Lass mal gucken, du bist hier eh so ein Tier, ne? Tiroler, also der hat Power. Mal gucken, ob ich das auch kann als Großstädter und tatsächlich. Wirklich, es geht immer noch super einfach und es ist immer noch, wie gesagt, dieser Fettfilm. Ne? Und hier ist eben da über den Motor alles gelaufen. Auch wenn du ein bisschen Schwung hast, es läuft weiter und weiter und weiter. Das Eisen, was hier verbaut ist, ist eins von den wertvollsten Eisen der Welt. Warum? Ja? Keine Atomreste. Ach, ja klar, das gab es also damals medizinische nicht. Medizinische Zwecke, solche Metalle werden extrem gesucht. Ja, ja. Im Berg drinnen, fast kein Atomausschuss, nur durch den leichten Windzug. Und deswegen ist das eines der saubersten Metalle, was es gibt. Ich bin schon wieder verletzt, ich blute. er hat es schon wieder getan, er blutet. Es ist irgendwie, ja, ich habe viel ungeschicktes Fleisch, das muss ab.
Also, Freunde, die bleibt schön hier drin. Wie gesagt, das ist videoüberwacht. Der Stollen ist verschlossen. Ihr kommt hier nur mit Führungen rein. Wie weit ist das jetzt noch bis in den ausgebaut? Boah, guck mal hier, ey, kann einer mal ein Tourniquet anlegen? Am besten am Hals bei mir. Ja, am Hals. Es macht ja sonst keinen Sinn. Weil dieser Stollen, was wir jetzt direkt jetzt befinden, das ist jetzt ein reiner Druckstollen. Ja, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, das ist der erste Betonrand. Ja, was man auch wirklich gut erkennen kann, das ist nicht eine Elementgeschichte, wie es in einem modernen Tunnel passiert, sondern das ist alles von Hand gemacht. Ja. Weil wenn man hier schaut, sieht man wirklich auch noch die Bretter. Da ist ein Brett. Ja, dann hat man es vollgefüllt. Ja, und dann wieder nächste Schicht. Und so hat man dann die Rundung ausgemacht. Die Rundung gemacht, ne? Wenn man auf die Seite schaut, es ist schon ziemlich dick. Mhm. Ja, würde aber nicht den Wasserdruck standhalten. Also, wenn der Tunnel vollgefüllt würde, puff, ja, wird es im Berg den auseinanderreißen. Deswegen sind auch hier die Löcher, die sind vorbereitet. Da wäre jetzt nochmal ein Eisen reingekommen, ja, festgemacht. Ja, nochmal eine 30 cm dicke Betonschicht, wo dann wirklich den kompletten runden Kreis macht. Ach. Ja. Und erst dann hätte das den Wasserdruck standgehalten. Ja, Wasser hat Kraft, ne? Wasser hat richtig Kraft. Also gegen Wasser hat der Mensch nach wie vor keine Chance. Und das ist auch immer noch das Gute. Weil Natur sollte immer König bleiben. Ja, absolut, absolut, ja. Hast du schon mal gesehen, ne? Ja? Hast du schon mal gesehen sowas? Nee, ne? Nee. Jetzt mal mit ein bisschen stärkerem Licht nach oben schaut, ja, das Glänzende. Das ist einer von den seltensten Pilzen in Europa. Das ist ein Wasserpilz, der was fast nur ausschließlich in absoluter Dunkelheit wächst. Das ist ein Wasserpilz? Das ist ein Wasserpilz. Ach so. Ja, der ist ganz, ganz fein. Mach mal Vollsuppe da drauf, du. Geht doch noch stärker, ne? Das geht noch stärker. Ja, ja, mach mal volle... Boah, Alter, geil. Boah. Kommt das auf der Kamera gut drauf? Ja, ne? Ja. Du kannst die Größe nicht anfangen. Also es ist wirklich gigantisch. Wie hoch ist es jetzt? Was war das? Also 8,50 Meter. 8,50 Meter ist das? Okay. Ja, 1.10.1944. Ja. Ach ja, das Original. Da wurde dieses Element fertiggestellt. Ja. Ja. Und dann auch drunter der Pedro. Ja, das war einer von den Arbeiten, der was hier war. Und das ist wirklich wie... 1944 auch, ja. Also das ist wirklich Ende Kriegszeit. Ja, und dann ist wichtig, dass man da einfach halt irgendwas draufschreibt. Ne? Hier steht Fuck Nazis und Anarchiezeichen und es ist wirklich schade. Also das sind die, wo wir vorher schon gesehen haben, die Löcher. Dann hat man so Eisenhaken rein gemacht und wieder zubetoniert. Und da schlussendlich hat man dann händisch die Eisenmatten gebunden. Das heißt, zuerst gingen die Stangen gerade durch, auf jeder Linie. Und dann hat man so rum die Eisen hochgebunden. Wieder Brettverschalung, zack. Ja, ein Stückchen hoch, voll betoniert wurden. Ja. Und so ging es wieder weiter. Ja. Dass wir 30 cm drauf kommen, dass wir quasi den Wasserdruck hier wirklich standhalten. Vier Schichten. Vier Schichten. Das ist ein Aufwand, ja. Was auch ein kleiner Unterschied ist, weil was man jetzt zum Beispiel gleich sieht, gleich sind wir wieder in Naturstein. Mhm. Warum ist das so? Ja, genau. Warum ist das so? Ja, ganz einfach, die Geschichte, warum das hier so ist, genau 150 Meter über uns, befindet sich ein Bergsee. Ja, und bei den Arbeiten, also bei den Vorarbeiten, hat man es gehalten. Ja, nur ist es halt mit der Zeit beröser geworden und dann ist es mit der Zeit undicht geworden. Deswegen hat man manche Elemente vorziehen müssen vor den anderen. Mhm. Nicht, dass man während den Arbeiten vollgelaufen hat. Ja.
Ach so. Deswegen ist auch hier so extrem das Kalkwasser vorhanden. Ja, wollte ich gerade sagen, weil hier ist ja wesentlich mehr Kalk als es im vorderen Bereich. Also es liegt daran, poröses Gestein, weil der Bergsee über uns ist, 150 Meter. Das ist der sogenannte Brandsee. Okay. Ja. Das ist einer von den angenehmsten und wärmsten Bergseen, was wir in der Gegend haben. Weil das ist ein Moorsee, der ist immer schwarz und der heizt sich am ehesten auf. Wie Schallen unter Tage täuschen kann. Ja, wenn man jetzt ein bisschen zuhört, vielleicht hört man schon im Mikro, hört man auf ein, zwei so ein Wasserrauschen, als würde Wasser über einen Wasserfall runterfallen. Ja, ich höre es. Ja, schlussendlich, das wird jetzt lauter und lauter und lauter, dass du schlussendlich denkst, das ist ein Wasserfall so von 5 bis 10 Meter. Ja. Mhm. Ja, schlussendlich ist das so viel. Ja. Wahnsinn. Wir gehen jetzt ein bisschen leiser durch, dass man das auch wirklich mitkriegt und wie das schlagartig immer lauter wird. Wir haben wirklich die Merkste. Ach geil. Das ist jetzt mit dem Wasser. Alter, ist das krass. Alter. Der ist nach unten jetzt aber schon fertiger, ne? Ja, das ist wirklich fertig. Oh. Aber da sieht man jetzt zum Beispiel das System, was ich vorher meinte. Ja, mit dem Metall, ja. Eisenstäbe, ja. Und dann ist es hochgebunden worden. Ja. Und zum Beispiel, da hat es die Innenschicht gegeben, also die ersten 10 cm. Und dann ist hier die Außenschicht und dann wird das nochmal überbetten. Nochmal, ja. Also das wäre alles Grobbeton und der Innere wäre dann wirklich komplett glatt gezogen. Rundum. Dass gar keine Verwirbelung durch das Wasser irgendwas entsteht, ja. Also wirklich plan. Wahnsinn. Das ist der Wasserfall? Das ist der Wasserfall. Hier ist es auch plötzlich gar nicht mehr so laut, aber da hinten hat man wirklich gedacht, hier ist ein Riesenwasserfall, der hier runterstürzt. Ne? Was Schall eigentlich wirklich ausmachen kann. Ja. Ne? Teilweise auch Gäste, was hier reingekommen sind, haben mich so gefragt, ja, kommen wir da überhaupt vorbei? Ja, kommen wir. Ja. Ist nur 10 Meter. Ja. Ja? Notfalls springen wir. Ja. Jetzt stehen wir vor dem Zwiespalt. Wo gehen wir? Links oder rechts? Ja, man kann rein theoretisch beide Richtungen gehen. Zweiter Weltkrieg und hier die Arbeiter waren wirklich 90% Kriegsgefangene. Ja. Wie viel? 90% Kriegsgefangene? Ja, das waren ausgebildete Soldaten, das darf man nicht vergessen. Ne? Und 3.500 ausgebildete Soldaten, die können schon Alarm machen, wenn die das wollen. Ne? Also da muss man wach sein. Also hier Sicherheits- oder Wachpersonal gewesen zu sein, war wahrscheinlich auch überhaupt gar kein Geschenk. Ne? Wenn man 3.500 oder 3.000 Russen hier hat, russische Soldaten. Zu viert. Okay. Zwei Gewehre, ein Maschinengewehr, sprengladungstechnisch gar nichts, bis auf die Dynamitstangen. Ja, Alter. Ja. Also ich möchte 3.000 ausgebildeten Soldaten und kampferfahrenen Soldaten, weil die wurden ja im Krieg inhaftiert, also nicht unbedingt gegenüberstehen. Ne? Das ist kein Geschenk. Ist es Turbinenfundament? Das ist das Turbinenfundament. Also hier war die erste und einzige Turbine schon verbaut. Hier war eine Turbine drin? Hier war die Turbine schon verbaut. Die hat, schaut das jetzt so auch so ausgebrochen aus, weil hier hat man die Teile raus. Das hier ist auch der Einstieg für die Profitour. Ja.
das ist das, dieser 70 Meter Schacht nach unten? Ja. Boah. Ja? Kriegst du das eingefangen? Guckt euch das mal an. Eben hier drinnen war die Turbine schon verbaut, vorderer Teil, also die ganzen Rotorblätter und alles mögliche. Die haben dann zum Kriegsende die Franzosen ausgebaut und die steht nach wie vor und wird nach wie vor benutzt in Frankreich. Die ist immer noch da, ne? Also das ist ja im Prinzip ja auch zur Erforschung, immer noch für als Windkanal genutzt, ne? Also Technik von 44, 43, 44 oder was? Bewährt. Es, ja, bewährt, ja. Funktioniert, ne? Und warum ist das jetzt hier auf? Wurde hier Wasser geleitet oder? Original ist es hier gedacht gewesen, als die Überhitzung. Also wenn man da drüben schaut, da hat man schon vorgefertigt noch. Ja. Auch ein Loch. Ja, sehe ich. Hier auch ein Loch. Ja. Hier ist die ganze Überhitze von den Turbinen. Ach so, das hat nichts mit Wasser zu tun gehabt, das war einfach nur ein Abzug nach draußen. Die ganze Hitze, was bei den Metallarbeiten entsteht, abziehen kann. Ja. Nur ist man halt nachher gegangen, zack, hat man aufgebrochen und hat man hier die ganzen Teile rausgetan, weil es einfacher war, hier rauszukommen, als sonst irgendwo. Ja, okay. Da ist eine Vorarmierung drin. Du musst, im Endeffekt musst du so rechnen, die Turbine fängt ja hier vorne an. Ja? Okay. Macht kleiner. Und hier ist es nur noch ein Rohrsystem, hat sich dann wieder aufgestaut in die hinteren Seite. Deswegen, der vordere Teil schon, hier ist nirgends nur Wasser. Ja, stimmt. Ja, ja, ja klar. Ja. Und das ist jetzt 70, 75 Meter nach oben. Und dann sind wir wieder in so einem Stollen, wie wir gerade rein sind. Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Dann kommst du in einen Eingangsstollen. Eingangsstollen, ja. Der geht ungefähr 30 Meter gerade rein. Mhm. 30 Meter und dann kommt das. Und das war einfach nur für die Abluft. Ja. Für die Kühlung, ja. Okay. Hätte man dann wieder das Wasser gesammelt, also es wäre leicht durchgeflossen, ja, bis zum Schrägstollen. Ja, der hat sich gefüllt, ja, hat sich Druck wieder aufgebaut, abgelassen, aufgefüllt, abgelassen. So wäre das ganze System weitergelaufen. Ja. Ja, auf der Seite war eben die Turbine schon verbaut. Auf der anderen Seite wäre eine andere Turbine gedacht gewesen, eine durchlaufende. Okay. Also dass permanent der Stollen voll durch, mit Druck durchgelaufen ist. Mhm. Ja. Ja, ein hydrodynamischer Windkanal, der wie gesagt es geschafft hat im Zweiten Weltkrieg oder schaffen sollte, über 1000 km/h zu bekommen, also Schallgeschwindigkeit über Mach 1, 1944, weil man da schon so weit war mit den neuen Triebstrahljägern und dem Raketensystem, dass man diese hohen Geschwindigkeiten tatsächlich erreicht hat. So, was ich vorher meinte, so eine Shisha. Ja. Ach so. Also da hinten waren die Soldaten drinnen und da der vordere Betonstreifen, da war eine Metalltür eingebaut und da drinnen haben die Soldaten Wache gehalten. Ja. Du sitzt wirklich in der Klemme da drin. Ja. Also wenn die 3000 russischen Soldaten mal hier alle auflaufen, dann hast du da drin, du kommst nicht raus, ne? Mhm. Ja. Mach das hier, das ist effizienter. Ja. Und am besten nicht rausschießen, weil vielleicht lassen sie dich dann leben. Ja genau, vielleicht sind sie gnädig mit dir, ja. Boah, das ist kein Geschenk. Also den Job möchte ich nicht gehabt haben. Weißt du, für was sowas ist? Das hat was mit dem Vortrieb zu tun, würde ich jetzt sagen. Also, dass man immer noch gerade ist. Nicht? Okay, für was ist es da? Das ist ein Holzkeil. Ja. Wenn man hier so wie man sieht, ist wieder ein bisschen loseres Gestein. Sobald man gehört hat, dass die knarksen, weil der Druck zu, hat man gewusst, raus. Ja, da passiert irgendwas, ne, mit dem Gestein. Einfachstes Mittel, was funktioniert. Ja. Ja. Und auch, das wäre zerdrückt worden. Ist mal schön vorgearbeitet worden und das hättest du wirklich gehört. Das ist wirklich ein penetranter Geräusch, wenn man das mal kennt. Wahnsinn. Oder das war eben das Vorwarnmittel, der kann anstürzen.
Und das ist ja auch wahrscheinlich uralte bergmännische Kunst, ne? Überleg mal, das haben die sich damals die Gedanken gemacht. Wie können wir denn da überhaupt das feststellen, wenn wir in einem Bereich, wo wir nicht mehr arbeiten, aber trotzdem noch durch müssen, mitkriegen, wenn da mit dem Gestein irgendwas passiert, ne? Ich meine, das ist jetzt, wo man es weiß, sagt man, ja, na klar, aber da muss er erst mal drauf kommen, ne? Oder hier zum Beispiel wäre für den ersten Stromgenerator, also fürs Licht, die Plattform gewesen. Und auch so die Runde schaut, schön angezeichnet, schon Gedanken gemacht, weil ein Stromgenerator für die ganze Anlage war viel zu wenig, dass man das erweitert. Und wie gesagt, sieht man hier zum Beispiel mit der weißen Linie und die weißen Punkte, da hat man schon gerechnet, da müssen wir weiter austreiben, dass man mehr Generatoren... Ach, das ist rangezeichnet? Ja, das ist angezeichnet. Ach so. Ja, und das sind die Originalen noch. Ja. Punkt hier, und dann hast du so einen Punkt hier. Ja. Also ein Punkt mit einem Kreis drum, einem kleineren, ja. Ja. Sprengen. Aha. Vortrieb. Ja. Ach so. Das war fürs Sprengloch. Das war das Sprengloch. Da bist du einfach nachher noch mit dem Schremmhammer nach. Ja. Und es wird lauter, ne? Ja. Jetzt kommen wir gleich zum Schrägstollen. Da bin ich so gespannt drauf. Beziehungsweise jetzt. Einer an den Ausgängen, wo man noch mal rausgehen kann, kurz mal Sonne tanken oder sonst irgendetwas. Aber Notausgang. Ist ein Notausgang. Alter. Ja. Daneben, ja, da geht der Schrägstollen runter. Ja. Ja. Das Schild ist nicht umsonst hier. Ja. Das geht jetzt wie tief runter? Original, also der gesamte Stollen geht runter 1,5 Kilometer. 1,5 Kilometer, also bis wirklich ins Tal. Bis ins Talbecken und dann geht er nochmal 2 Kilometer raus und endet schlussendlich im Flussbecken. Ultra. Und immer in so einem 45 Grad Winkel. Also wenn du jetzt begehen würdest, würdest du 300 Höhenmeter, 45 Grad, ja. Also kommst du also auf die 500, 600 Meter, wo du da runterwanderst. Ja. Irre, ja. Ja. Was man auch hier schon sieht zum Beispiel, warum sind jetzt hier so Einkantungen? Ja. Das gleiche System wie vorher mit dem Betonfundament. Ja, hier war das Zugsystem, was die Loren hoch und runter gezogen hat, verankert. Mhm. Ja. Hat man zusätzlich zweierlei machen müssen, entweder dass hier mit der Eisen, also mit I-Träger eingehakt war, und dann nochmal nach unten festgehakt wurde. Ja. Weil, sollte es mal passieren, dass es Stahlseil reißt oder sonst irgendwas, gibt es so einen Schub, dass wir das ganze Gerät 5 Meter nach hinten schießen kann. Ja. Okay. So, sicher. So, jetzt geht's in die Schluchten. Guck mal einmal mit deinem ultra krassen Licht nach unten, weil ich habe ja oben auch die Kamera drauf jetzt. Alter. 1,5 Kilometer, ja? Irre. Gut. Pass auf, dann. Was? Bist du eingehakt, Martin? Ja. So, ich stehe jetzt hier wirklich in diesem Schacht nach unten, der als Aufzug benutzt wurde, um Material hier rein zu fördern und natürlich rauszufördern. Und es geht einfach in dem 45-Grad-Winkel 1,5 Kilometer nach unten. Also unter mir, hinter Benny, geht es einfach steil ab, beeindruckend hier zu stehen. Und was man hier wirklich damals, 1944, bewerkstelligt hat. Also man darf nicht vergessen, man ist nicht gerade in den Berg reingegangen, sondern man ist tatsächlich nach unten und auf der anderen Seite noch nach oben gegangen, 70 Meter. Und das ist der längste. Und wenn ihr hier runter geht, kommt ihr unten, Ötztal Bahnhof ist das, ne? Ötztaler Höhe. Da kommt ihr im Ötztal wirklich raus. Also im Tal seid ihr dann, ne? Also es ist wirklich beeindruckend und für mich
ich betrachte das als absolutes Privileg, hier stehen zu dürfen und mich hier einmal umzuschauen, um euch das natürlich auch zu zeigen, was man damals tatsächlich in diesen Geheimprojekten in kürzester Zeit im Zweiten Weltkrieg bewerkstelligt hat. Und das ist wirklich mit eines der beeindruckendsten Bauwerke, die ich jemals besucht habe. So geht's dann runter. Wie viele Meter geht's runter? Wie weit geht man runter? Also begehbar sind nämlich 560, 600 Meter. Ja, und da geht es dann wieder raus aus dem Berg. Dann geht raus über ein altes Seitenstollen. Ja, Wahnsinn. Also ich bin gerade sehr überwältigt von der Situation, weil das ist ultimativ beeindruckend, also wirklich ultimativ beeindruckend. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das alles entstanden ist. Nein, kann man nicht. Also wenn man das jetzt sieht, wie man das gebaut hat mit einfachsten Mitteln, also in der Kürze der Zeit, das ist ultimativ. Wenn ihr es im Kasten habt, kann ich wieder hochkommen. Der kann der Nächste runter, wenn er will. Ja, passt. Probieren wir mal. Okay. Was? Machen wir Fotopointchen hier mal. Ja, warte mal. Das ist irgendwie. Bitte? Bitte? Das ist so beeindruckend. Wie gesagt, also sowas habe ich vorher noch nie gesehen und das beeindruckt mich wirklich. Also ich bin sehr geflecht von dem, was man hier wirklich damals unter der Erde gebaut hat. So. Schon verschwinden die Männer in der Dunkelheit. Also Freunde, das ist wirklich ultimativ beeindruckend, dieses Objekt. Und wie gesagt, also sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Und das beeindruckt mich wirklich. Also ich bin sehr geflecht von dem, was man hier wirklich damals unter der Erde gebaut hat. Unglaublich. Ich liebe den Ausblick. Unglaublich. Mal eben aufnehmen. Behind the scenes. Also man sieht es jetzt nicht gut, aber das ist mein Beleuchter. Also Martin macht jetzt den Beleuchter und er hängt über dem Stollen an dem Seil mit zwei Lampen in der Hand und Kopflampe und macht den Beleuchter. Das ist Einsatz, so brauchen wir das. Und in die andere Richtung, mein lieber Herr Beleuchter. We'll be right back.
Ich muss mal gucken, wie es halt weiter mit meinem Knie jetzt geht. Ob ich lasse da heute, also morgen erstmal mal einen Medizinmann drüber gucken, was der dazu sagt. Und dann muss ich mal überlegen, ob ich zu meinem Orthopäden gehe. Weil dann sagt er eben, da geh in die Röhre und hier. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. So, und da muss ich mal gucken. Also ich habe auf dem Dienst schon Bescheid gesagt. Die waren natürlich wieder auf Tour. Natürlich kommt er wieder verletzt zurück und kann nicht zum Dienst. Die freuen sich schon wieder, ne? So, und das war unsere Tour durch den Windkanal bzw. die wasserführenden Stollen des Überschall-Windkanales. Wie gesagt, Benni, ich bedanke mich in aller Form bei dir. Gerne wieder. Hat wirklich Spaß gemacht. Du bist ein Interessierter, das gefällt mir sehr gut. Hast viel Wissen über die Anlage, bist mit Herz dabei. Geile Sache. Also wenn ihr da selber mal Bock drauf habt, euch das anzugucken. Die Firma ist Outdoorsport Kenkig. Link ist in der Videobeschreibung, guckt gerne mal rein. Ihr könnt euch dann auch die Anlage mit dem Decknamen Zitteraal einmal selber angucken. Nochmal danke an dich, Martin, dass du mit dabei warst. Ne? Mein lokaler Führer, Freund, Kollege und Kamerad. Und natürlich Tobi hinter der Kamera für euch. Ihr habt ihn eben auch mal kurz gesehen. Er war auch wieder mit dabei. Freunde, in dem Sinne, bis dahin. Ciao.